Es gibt süße Haustiere. In Singapur ist das illegal. Es gibt Nervenkitzel beim Obstkauf. Ja, das ist crazy. Und es gibt exotisches Essen. Hier gibt es sogar lebende Frösche. Sixpack. Unser erster Crazy-Asia-Markt ist zugleich der größte. Der Chatuchak-Wochenendmarkt in Bangkok. 15.000 Stände auf einer Fläche von mehr als einem Quadratkilometer. Ein Paradies für eine 250.000 Shopping-Fans täglich. Ein Highlight ist für viele Besucher die Haustierabteilung. Die wäre in Deutschland so nicht vorstellbar. Denn neben Hund und Katze stehen massenhaft exotische Tiere zum Verkauf. Das sind Sugarglider. Die sind einfach zu pflegen. Die essen Früchte und so. Die Käufer sind meistens junge Leute, aber auch Mütter, die ihren Kindern das kaufen. Die australischen Kurzkopf-Gleitbeutler sind Nachzüchtungen aus Thailand. Verkauft werden sie hier zu Preisen ab 40 Euro. Ganz legal übrigens. Tierschützer kritisieren das. Der Grund, wie bei fast allen exotischen Tieren, ist eine artgerechte Haltung kaum möglich. Die niedlichen Gleitbeutler könnten auch in Deutschland ohne große Auflagen verkauft werden. Anders als beispielsweise diese Äffchen. Das sind meine Lieblingstiere, Marmosettaffen. Die Eltern kommen aus Afrika und dann züchte ich die selbst bei mir auf der Farm. Zwergseidenäffchen stehen unter Artenschutz und sind in Deutschland meldepflichtig. Für die Eltern, die importiert worden sind, habe ich eine Einfuhrgenehmigung. Die Tiere zu exportieren ist nicht erlaubt. Thailänder oder Chinesen können die süßen Äffchen hier auf dem Markt aber ganz formlos kaufen und mitnehmen. Rund 900 Euro kostet ein Jungtier. Die mag ich. In Singapur ist das illegal. Nicht nur in Singapur. Auch in Deutschland würden Stände wie der mit den Seidenäffchen auf einem regulären Wochenmarkt sicher nicht erlaubt. Doch es geht aus europäischer Sicht auch noch verrückter. 1,5 Stunden außerhalb Bangkoks befindet sich unser nächster Crazy-Asia-Markt. Der Mekong-Markt ist weltweit berühmt. Und Thailand-Tourist Furious Pete sagt Ihnen, warum. Dieser Markt befindet sich mitten auf den Gleisen. Wenn ein Zug kommt, müssen alle auf die Seite. Für die Verkäufer alles ganz easy. Über den Lautsprecher kommt eine Ansage, dann wissen wir, dass der Zug kommt und räumen den Weg frei. Dann ist es soweit. This is crazy. This is insane. Ich hätte nie gedacht, dass es so knapp ist. Eins ist klar, dieser Markt sorgt bei Touristen für beschleunigten Pulsschlag. Zurück an die Arbeit. Und noch was anderes ist klar. Das wäre mit deutschen Sicherheitsstandards unvereinbar. Doch es gibt noch mehr außergewöhnliche Märkte in Thailand. Einer der bekanntesten könnte womöglich sogar in Deutschland funktionieren. Der Taling Chan Wochenendmarkt. Studentin Franzi lebt seit einigen Monaten in Bangkok. Für sie ist es der erste Besuch. Ihre Neugier ist groß. Denn Taling Chan ist ein sogenannter Floating-Markt. Das heißt, die Marktstände schwimmen. Frische Thai-Küche direkt vom Boot. Als Stärkung gibt's für Franzi einen knackigen Papayasalat. Wer möglichst alles sehen will, besteigt ein Longtail-Boot. Zum Floating-Markt gehört irgendwie schon zu einem Bangkok-Besuch dazu. Und deswegen bin ich ganz froh, das jetzt mal machen zu können. Zunächst steht eine Kanalrundfahrt an. Die Einheimischen, die entlang des Wassers leben, verkaufen hier ihre selbstgemachten Speisen. Für deutsche Hygieneinspekteure zumindest zweifelhaft. Für Franzi kein Grund zur Sorge. Das ist Sticky Rice anscheinend. Irgendwie in Bambus drin. Also habe ich das jetzt so noch nicht gesehen. Aber ich glaube, das sind auch noch so schwarze Bohnen mit drin. Also so dieses typische thailändische Essen. Also ich finde das sehr cool, weil das halt kein Plastik, einfach so Naturverpackung zu haben, finde ich super. Die Verpackung top. Und der Inhalt?
ist klebrig, aber ist lecker. Also so typischer Sticky Rice mit Bohnen. Die schwimmenden Märkte sind ein wichtiger Bestandteil des Tourismus geworden, wie Franzi vom Marktleiter erfährt. Okay, wie lange leiten Sie schon den Markt? Oh, das mache ich schon seit 20 Jahren. Davor war es nur ein kleiner Markt, der war nicht berühmt. Und du hast ihn berühmt gemacht? Ja. Mit den Touristen kam der Erfolg der Floating Markets. Vielleicht wäre das ja auch für Berlin eine gute Idee. Gegrillte Gambas frisch vom Boot. Wie viel? Ein Set, 8 Euro. Dann einmal bitte. Braucht man hier eine Lizenz, um hier arbeiten zu können oder um hier seinen Stand zu haben zu können, um zu verkaufen? Ja, brauchst du. Die Verkäufer müssen Mitglied des Taling Chan Floating Marktes sein. Es gibt Vorschriften, Regeln und Bürokratie. Insofern eine echte Parallele zu Deutschland, mit dem Unterschied, dass hier halt auf Booten gehandelt wird. Und das war noch längst nicht alles. Bangkok hat noch mehr verrückte Asiamärkte zu bieten. Einer davon befindet sich in der Nähe Chinatowns, in dieser Straße, Soi Wanit 2. Hier verkauft die überwiegend chinesische Bevölkerung vor allem eines: gebrauchte Fahrzeugteile. Schrott, wohin man blickt. Deutsche Ordnungshüter würden wohl Schnappatmung bekommen. Ich benutze Waschbenzin, weil ich sonst das ganze Öl nicht abkrieg. Von Leuten, die wir nicht kennen, kaufen wir keine Teile. Sie könnten gestohlen sein. Mit wem machen die Händler hier Geschäfte? Das sind Differentialgetriebeteile von Trucks, Ersatzteile für LKWs oder Bootsgetriebe. Ersatzteillager, kleine Schrottplätze, alles mitten auf der Straße. Das würde in Deutschland umgehend die Behörden auf den Plan rufen. Die Motoren haben keine Garantie. Die Kunden reparieren sie. Und wem das noch nicht verrückt genug ist, zwischen all dem Schrott wird im Viertel eine recht berühmte Peking-Ente zubereitet. Unsere geschmorte Ente machen wir nach einem 80 Jahre alten Rezept. Und das Rezept verlangt, die Ente muss scharf sein, passend zum Namen des Imbissstandes. Unser Laden heißt Kleine Chili. Wem das an Exotik nicht reicht? Es gibt noch einen Markt in Bangkok, auf dem alles anders ist als bei uns in Deutschland. Die Rede ist vom Klong Toei-Markt im Herzen der Stadt. Hier will Reporter Daniel herausfinden, wo und wie die Einheimischen shoppen. Die günstigen Preise und exotischen Früchte sind ein Traum für jeden deutschen Obstfan, auch wenn man es hier mit der Hygiene nicht so tierisch ernst nimmt. Das ganze Obst und Gemüse, alles super frisch, sieht auch ganz lecker aus, riecht ganz gut. Wenn man jetzt hier aber weiterläuft zu den lebenden Tieren, ich glaube bei 30 Grad, dann nutzt auch kein Eis mehr. Teilweise sind schon tote Hühner zu sehen. Da gäbe es in Deutschland nicht so. Die Idee ist klar. Alles soll so frisch wie möglich sein. Vergleichbare Stände wären in Deutschland mit Blick auf Tierschutzstandards nicht denkbar. Mal abgesehen davon, dass deutsche Kunden ihr Geflügel nicht lebend kaufen würden. Hier kann man die Hühner frisch kaufen und da hinten kommt sie auch gleich in den Kochtopf rein. Auch das wäre in Deutschland verboten. In Thailand gelten aber andere Standards. Und eins ist auch klar, frischer als auf dem Klong Toei-Markt geht's kaum. Also hier gibt es sogar lebende Aale für 250 Baht, das sind so 7 Euro das Kilo. Und wenn man mal weiterschaut, hier gibt es sogar lebende Frösche. Lebende Frösche im Sixpack. Frösche sind eine beliebte Delikatesse in Thailand. Da gibt es auch noch Mini-Frösche. Hier gibt es sogar eine lebende Schildkröte. Ich hoffe, die ist nicht zum Essen gedacht. Ist sie nicht. Trotzdem, dieser Markt ist maximal exotisch.
Aber Hygiene und Tierschutz sind auch maximal weit weg von deutschen Standards. Statt in der Kühltruhe lagert Fleisch hier bei 30 Grad an der frischen Luft. Ja, definitiv ein interessanter Markt mit krassen Gerüchen und sicherlich nichts für schwache Nerven. Wer lieber seine Nerven schont und trotzdem Exotik sucht, auch für den hat Bangkok einen ungewöhnlich verrückten Markt zu bieten. Auf dem Thalatrot Phai Ratchada Nachtmarkt geht es kunterbunt zur Sache. Ein Traum für Naschkatzen und ein Muss für jeden Bangkok-Besucher. Die Händler hier haben eine erstaunliche Auswahl an Spezialitäten, von denen man noch nie etwas gehört hat. Denn diese Leckereien gibt's in Deutschland garantiert nicht. Das ist eine Durian Ai Tart. Durian ist eine berühmte Frucht in Thailand. Probieren sollte man auch diese Spezialität, grüner Kaviar aus Algen. Ein salziger Genuss, der auf der Zunge zerplatzt. Ich esse den schon das zweite Mal. Der ist lecker, besonders wenn man ihn mit einem Dip isst. Der Ratchada Nachtmarkt zählt zu den schönsten und beliebtesten Märkten Bangkoks und ist bis 1 Uhr nachts geöffnet. Und natürlich darf hier eines nicht fehlen: frittierte Insekten. Für viele Asiaten ein leckerer Snack für zwischendurch, für Europäer dagegen meist eine Mutprobe. Immerhin, seit 2018 fallen Insekten unter eine EU-Verordnung für neuartige Lebensmittel. Heißt, sie dürfen unter Auflagen auch in Deutschland verkauft werden. Auf Foodtruck-Festivals zum Beispiel. So, hier auch eine. Thank you. Bisschen nussig, salzig. Warum nicht? Deutsche Standards hin oder her. Thailands Märkte kommen ganz prima mit ihren eigenen Regeln klar.